Jo, hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hard to Survive mit der Spielpirat. Ja, wir sind hier bei Großmutter Martha, ja gerade angekommen. Sie sagte, wir sollen mal bitte nach ihrer Katze oder beziehungsweise halt in der Mission auch freundlich beschrieben mit den Überresten anfangen. Oh, wir haben noch eine Brille gefunden. Vielleicht war das Marthas. Wir haben, glaube ich, Marthas Brille geklaut. Man weiß es nicht. Kommen wir da noch irgendwo rein? Nee, kommen wir nicht. Auf jeden Fall. Ach, gucke mal. Ein Pflänzchen. Lassen wir die doch mal gerade fallen und holen uns unsere Pflanzen noch, weil das wird immer noch wichtig sein. Zack. Gut. Und die, ja, heben wir uns. Guck mal, guck mal, guck mal, da ist die andere Pflanze. Was schmeißen wir gerade weg? Guck mal, das haben wir gar nicht. Nö, komm, können wir gerade mal fallen lassen. Ja, warum Frischfleisch? Das sieht doch gar keinen. Wir stehen eh nicht drauf. Nein. Moment, Moment. Ich hatte doch die beiden, die außergewöhnliche rote Pflanze und die weiße Pflanze, das sind doch beides Sachen, die ich hätte eigentlich miteinander kombinieren müssen. Oder nicht, oder doch. Das verstehe ich sowieso nicht mit den ganzen Pflanzendingern da. Ich habe mir gerade so ein bisschen auf den Nerv, dass ich das irgendwie nie so richtig auf die Reihe kriege. Gucken wir mal im Überlebenshandbuch nach. Wir sind ja relativ weit. Ja, Panzerung, Boost, Gesundheitsfürsorge, okay. Guck mal, da steht's doch. Entwurf. Eine besondere Pflanzenmischung. Trinken, um Dauer und Stärke deiner Angriffe 15 Sekunden zu erhöhen. Fähigkeit erforderlich. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Das Schild. Wir brauchen also noch Fähigkeiten, die wir dafür freischalten müssen. Ach du Scheiße. Und natürlich, die habe ich wieder nicht geskillt, war? Kann das sein? Ach, das Schild hier unten erst. Ah ja. Und da. Ja. Na, was sammle ich denn überhaupt diesen Rotz? Mal ganz ehrlich. Komm hier. Fallen lassen. Ich will auch lieber Frischfleisch. Ganz ehrlich. Nö. Nö, nö. Aber ich habe da was gefunden. Abgesehen davon. Und stirb, mein Freundchen. Und du kannst auch sterben. Gut. Ist es noch Werkzeug oder ist es ein Überlebensdings? Gut. Was haben wir da? Selbstgebautes Präzisionsgewehr. Ah, okay. Oh, Alter, was ist denn das für ein Ding? Das kenne ich auch noch nicht. Also ich brauche diese Pistolengriff da wieder. Dann brauche ich hier wieder so ein Ding. Und so ein Ding und so ein Ding. Ach ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, Mist. Waffen, 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 Waffen. Wie war das jetzt nochmal? Präzisionsgewehr. Niedrige Feuerrate, sehr hoher Schaden und eine hohe Reichweite. Okay. Das ist sowas wie eine Sniper, könnte man sagen. Oh, Schneibor. Und dafür haben wir natürlich wieder mal nur das und das andere nicht und so und. Ja, naja, was sonst war. Gut, dann essen wir mal ganz kurz was. Durst, Gesundheit. Könnte man jetzt überlegen, mache ich noch nicht. Das kann ich nachher mal auswählen und skillen. In welchem Wald sollte ich ihn suchen? Da hinten. Na, dann würde ich das. Guck mal, da rollt noch gerade ein Kopf. Ist doch schön. Ja, ich überlege, ob ich mal so einen Kopf mitnehme als Andenken oder so. Nein. Ach, guck mal, hier liegt noch eins. Im Sande verweht. Was ist das denn? Anlockender Molotow. Ah! Oh! Fähigkeit erforderlich. Molotow. Na toll. Ach, Quatsch. Echt? Nur für Kenji, also Kenji kann es auch benutzen. Ach, guck mal, hier oben ist noch eine Einschränkung natürlich. Also Molotow müsste ich machen, wenn ich den mal irgendwann machen könnte. Und anlocken, das könnte ich wahrscheinlich nur, wenn ich auch wirklich das kann. Okay, also ich kann es nur, wenn ich es kann, das ist richtig. Stirb. Super, dich nehmen wir auch nochmal gleich mit. Guck mal, und euch lassen wir auch gerade mal fallen. Ich glaube, euch brauche ich einfach gerade überhaupt nicht. Ich lasse euch auch einfach mal alle liegen. Guck mal, ist eine Feuerstelle hier. Da gehen wir doch mal in den Safe Room. Nicht in meiner Nähe, mein Freundchen. Ich weiß ja, dass ihr gleich wieder auf mich lauern wollt. Alter, hier ist ein. Wow. Hier sind Gräber. Oh, nee, echt jetzt? Guck mal, da ist ein Kelch. Was? Genau den meine ich. Was kann man mit dem Kelch machen? Ich habe keine Ahnung. Boah, guck mal hier die Statue an.
Nice, Mann. Ich frage mich, ob ich so ein Kreuz aufsammeln kann. Nee, wa? Ob hier vielleicht was rauskommt? Das ist echt ein Friedhof. Leute, ich könnte hier vielleicht auf einem Friedhof schlafen. Wie viel Kelch muss ich... Kelch? Die Mehrzahl von Kelch. Ein Kelch, zwei Kelch, drei Kelche, vier. Ich habe keine Ahnung. Okay, pass auf. Also noch können wir nicht schlafen. Das kann sich eventuell bald ändern. Auf jeden Fall mit dem Kelch, ja. Keine Ahnung. Ja, sagt mal, wenn ihr das Wort von Mehrzahl, werde ich wahrscheinlich mal googeln müssen oder so. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich erkunde hier gerade nochmal so ein bisschen die Landschaft. Da hast du nochmal einen Stock. Dahinter wird es interessant, da müssen wir wahrscheinlich aber gerade gar nicht hin. Hier, das wollen wir ja gar nicht aufnehmen. Hi! Oh, wie komme ich denn zu dir? Arschi. Muss ich woanders laufen, oder? Keine Ahnung. Waluch ist gut. Ich muss da hinten rum. Erschöpfung. Schade, dass man hier die Anzeige nicht sieht, ne? Jetzt, wo es außerdem noch dunkel wird. Hervorragend. Okay. Zack. Und dich auch nochmal gekillt und gut ist. Alter. Super. So kann es weitergehen. Boah, dass ich die alles so one-hitten kann, ist ja so krass. Gleich mal Flugzeug hier, um die Stimmung noch so atmosphäremäßig irgendwie auf den Höhepunkt zu bringen. Oh, scheiße, Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich hier wirklich langlaufen will. Oh. Arsch, Alter. Ja, keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen geflecht von dem, was ich hier sehe, ne? Oder auch nicht sehen kann. Ich glaube, Leute, ich sollte einfach mal gucken, ob ich doch nochmal den Weg erstmal nach Hause finde. Doch, komm, du Arsch. Und dann schlafen wir mal eine Runde. Alter, echt jetzt? Du willst nochmal zu mir? Wir sind so harmlos geworden mittlerweile, oder? Also mittlerweile, ja doch, kommt man hier ganz gut klar. Ja, wir gehen mal hier, glaube ich, pennen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Kettensäge mit hoher Leistung. Ach! Das ist ja krass. Laute, selbstgebaute Kettensäge mit hoher Lebensdauer. Mittleren Schaden verursacht. Jetzt ist die Frage, was macht die? Laute, selbstgebaute Kettensäge mit geringer Lebensdauer mit mittlerem Schaden. Okay. Hoher ist natürlich super. Aber also doppelten Tank verballert mit. Können wir die Tür jetzt hier irgendwie schließen? Da steht doch Safety. Okay. Ich würde hier eigentlich gerne schlafen wollen. Aber aus irgendeinem Grund wird mir das jetzt hier verweigert. Was ich sehr scheiße finde. Ach, hier ist ja auch gar kein... Nee. Hier ist ja auch gar kein Safety-Platz. Ich stehe jetzt da. Ich müsste diese ganze Burg da einnehmen. Oder ich gehe da wieder runter zum Muddern. Bei Martha vorbei und penn da. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste. Warte mal, ich muss jetzt hier lang laufen. Ja. Doch, ich denke, das wäre das Sinnvollste. Weil, nee. Weil ist so wegen Bodennebel. Guck mal, wo bin ich jetzt hier? Wir laufen hier gerade mal weiter. Hey, ich hab doch noch gar nicht geleuchtet, bist du stehen geblieben? Hast du Angst gehabt oder was? Schisser Freund. So, geh mal hier lang. Komm, ich krieg dich. Blöder Hund. Ey, es macht so Spaß mit dem Ding. Ist da sowas von... Was ist denn das? Wer ist denn da? Ach so. Die hockt da. Die ist so mager und dürre, dass man die schon gar nicht mehr irgendwie mitkriegt hier. Warte mal, wir müssen hier einmal rum. Diese Totenstille, oder? Hier ist nicht mehr Musik gerade. Hier ist einfach nur stillschweigend im Wald. Krass. Wo war jetzt dieses Safety-Haus hier?
Okay. Ich glaube, hier wird auch noch mal richtig die Action losgehen. Wie man hier gerade so ein bisschen sehen kann. Wow. Hätte ich mir vorhin mal ein bisschen freiräumen sollen, oder? Wow. Naja, gut. Fährt er einfach gerade automatisch rum? Pff, mir doch egal. Komm. Ich lock dich, indem ich jetzt einfach mal so tue, als ob. Alter, wie viel kommen denn jetzt noch? Scheiße. Ja, in so einem gewissen Rhythmus sind die immer da, ne? Ich mach ich doch fertig. Mit links. Na, mal gucken. Ah, guck mal, hier haben wir das Langrohr. Okay. Ja, ich warte einfach mal. Bäm. Das kriegen wir doch hin. Also wenn wir das nicht hinkriegen, dann weiß ich auch nicht. Und vor allen Dingen auch besser, glaube ich, hier. Ups. Oh oh. Oh, scheiße, hat mich umgerotzt. Naja, gut, kann ich aber nicht ändern gerade. Und weg. Oh Gott. Ich hoffe, hier kommt jetzt gerade nicht nochmal so ein Fettwand. Oh doch, aber den habe ich gut erwischt hier. Aber bei dem muss ich jetzt gerade ein bisschen doller zielen. Und gerade wenn der hier... Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, fuck. Ja, jetzt wird es gerade ein bisschen lustig. Ich glaube, ich muss hier gerade mal so ein bisschen... Boah, scheiße. Boah. Oh, oh. Oh Gott. Scheiße. Alles klar. Echt jetzt? Das ist hier ein reinstes Massaker, Alter. Stell aus. Ich hab keinen Bock mehr. Krass. Oh Gott. Das ist so ein Bild für die Götter. Guck mal sich das einer mal an hier. Hier ist ja, komm euch, keine Ahnung, kann ich euch gerade mal zusammenfügen? Ich glaube, ich bräuchte ein kurzes Rohr dafür, war. Alter, das ist ja hier brutal. Ich glaube, die muss ich jetzt einfach mal wegschmeißen. Ich will gerade mal den Tank aufnehmen. Kann ich hier noch irgendwas mit einsammeln? Nee, ne? Ach, guck mal, hier war noch ein Pistolengriff. Okay, dann machen wir jetzt hier gerade mal, wenn wir jetzt irgendwie zunehmen können. Ach, was haben wir hier noch? Ach, nochmal so ein Trankding. Ultra. Okay. Komm, mach zu, die Kacke. Schließen. Na, endlich. Wir gehen mal eine Runde schlafen. Alter, scheiße, was war das denn gerade? Also, wenn das mal nicht gerade hier... Naja. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Okay. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier? Ich nehme an, dass wir einfach mal am besten gepflegt ein paar Sachen fallen lassen werden. Das hier auch. Und das hier vielleicht auch nochmal. Dann werde ich das hier trennen. Und werde gucken, wie wir das jetzt hier mal zusammenbauen können. Okay. So, jetzt füge ich das hier mit dem zweiten Kanister mal zusammen. Mal gucken, ob sich daraus noch ein bisschen mehr ergibt. Aber ich denke ja nicht. Das sollte ja die Sachen sein, die wir auch schon so haben. Jetzt haben wir nämlich schon mal ein bisschen mehr hier. Ist gar nicht so schlecht, das ist richtig. Okay. Was können wir denn noch machen? Können wir das zusammenfügen nur mit den Pfeilen? Okay. Den haben wir hier. Boah, jetzt habe ich hier gerade Real-Life-Regen ohne Ende. Das ist natürlich auch eine grandiose Geschichte. Jetzt mal so gesagt. Ich wollte gerade noch mal gucken nach Panzerung.
So, wir wollten einen Armschutz machen. Was brauchte ich denn dafür? Ich habe einmal dieses Ding hier. Und jetzt bräuchte ich nochmal eigentlich einen Reifen. Okay. Was war das hier eigentlich gewesen? Das waren die Pflanzen, ne? Alter, was wir eigentlich überhaupt alles überhaupt nicht kennen. Ist ja auch schon nicht mehr feierlich. Gut, pass auf die Brillen. Was können wir noch gebrauchen hier? Ah, der Kelch. Guck mal, der Kelch. Den kann ich nicht mehr aufnehmen, ne? Weil ich habe jetzt hier von. Zack. Wo ist der Kelch? Da. Scheiße, das Rohr kann man jetzt auch nicht aufnehmen. Wie viele Kelchdinger habe ich denn jetzt aufgesammelt? 3 Stück, okay. Die Frage ist, brauche ich dieses Rohr gerade? Und was brauchten wir nochmal genau? Wenn ich jetzt nämlich sage, ich schmeiß den gerade nochmal weg. Ich habe Durst. Wo ist denn das nächste Trinkding? Ach, da unten. Ist ja kein Problem. Okay. Hier war nämlich noch ein Pistolengriff gewesen. So. Und wenn ich jetzt den Pistolengriff nehme, dürfte ich ihn doch mit irgendwas zusammenführen können. Mit dem. Und das ging mit dem hier. Zack. Das war jetzt aber Präzisionsgewehr, richtig genau. Okay. Gut. Das Brödel-Dings-Bums-Dödel-Ding brauche ich gerade nicht. Dann dürfte ich ja hiermit. Wow. Seine Geschwindigkeit, die sich gelohnt hat. Wir machen hier gerade nochmal Feuer, damit wir jetzt nochmal ein bisschen Feuer haben hier. Liegt hier hinten noch was? Nee, ne, nicht viel. Okay, die können wir nicht aufnehmen. Ich probiere das gerade mal aus. 4 Flaschen haben wir jetzt gerade aktuell noch. Vom Durst her, naja, gut. Wo waren jetzt die Wasserdings gewesen? Okay, ja, wir haben jetzt gerade ein Problem hier. Ich müsste, glaube ich, doch mal das andere Ding wieder auswählen. Nehmen wir den hier. Aber wir müssen uns noch mal auftanken. Oh, was haben wir hier gefunden gerade? Okay. Ja, nehmen wir noch mal ein bisschen Munition mit und fertig. Ach so, trinken. Ja, naja, ich gehe doch dahin, Mann. Habt ihr nicht so? Wow. Ja, schön erstmal unser Wasser verkeimt. So muss es sein. Und dann geht's hier richtig munter weiter in die nächste Runde. Ich würde vorschlagen, wir schmeißen mal gerade. Alter, habt ihr das auch gerade gehört? Ist jetzt nicht so, als ob mir dieses Geräusch glücklich vorkommen würde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Liebe Grüße, euer Spielpirat, und wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen. Tschüss!